Mein heutiger Gast ist Norbert Herbst. Er ist Leiter Forschung und Entwicklung der Firma King Nature in Wädenswil in der Schweiz. Diese Firma produziert Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel. Und ich möchte von Norbert zuerst wissen, was ist denn überhaupt eine Ausbildung? Ich weiß, du hast eine Lehre gemacht als Laborant, aber das wird ja wohl kaum reichen, um eine Forschungsabteilung zu leiten. Nein. Kannst du uns etwas erzählen, wie du, welche Ausbildungen du hinter dir hast? Ich habe Chemielaborant gelernt in der Kantonsapotheke St. Gallen, in der Kantonsspital. Und da habe ich meine große Freude eigentlich bekommen an Pflanzen, an der Medizin überhaupt, weil ich sehr viel eben mit dem Spital zu tun hatte. Danach habe ich dann Chemie studiert und nach meinem Chemiestudium war ich nicht ganz zufrieden. Ich habe noch nicht alle meine Fragen beantworten können, die ich eigentlich gerne beantwortet gehabt hätte und habe irgendwie noch was mehr gebraucht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, noch Biotechnologie zu studieren. Und in der Biotechnologie, da hatten wir sehr viel nochmal Chemie, Biochemie, Genetik und all solche Dinge. Und später habe ich natürlich dann, war ich dann auch in verschiedenen Bereichen beruflich tätig, wo ich das alles vertieft habe. Und so habe ich nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches Wissen. Und das ist auch genau das, was mich so fasziniert, Wissen und Erfahrung umzusetzen und was draus zu machen. Jetzt sag mal Biochemie. Für mich ein schreckliches Fach. Da muss man Wörter lernen, zum Beispiel Polynukleotid, Kinase 3, Phosphatase. Oder Epigallocatechin, Dreigalat. Ja. Sag mal, macht das Spaß, tausende solcher Begriffe zu lernen? Das könnte ich dir als Arzt ja zurückgeben. Du hast ja auch tausende von Begriffen. Ich meine nur schon die Hand, die der einzelnen Knochen. Die sind viel einfacher. Ja, nein, es ist. Ich habe ja Chemie studiert. Also das heißt, ich habe ja schon viele spezielle Begriffe und Grundbegriffe gelernt. Und die Biochemie, sagt es ja, baut ja auf der Chemie auf. Und ist einfach noch vermischt mit Biologie, also mit dem Leben auch. Also von dem her war es gar nicht so wahnsinnig schwierig, diese Begriffe zu lernen und zu begreifen. Schwieriger war es für mich zum Beispiel Molekulargenetik. Also da hat unser Professor auch ganz klar gesagt, ja, dieses Fach verlangt auch von euch Chemiker, dass ihr wieder eine völlig neue Sprache lernt. Und das war dann auch für mich genauso herausfordernd wie für dich Biochemie. Aber ich hatte die Lust, das zu begreifen, weil das hängt so zusammen, die Molekulargenetik und die Biochemie und was im Körper abläuft. Nur schon das Ablesen der DNA im Zellkern finde ich so total spannend und wie das dann umgesetzt wird in Proteine nachher im Zytoplasma, also in der Zelle selber. Ja, das hat mich riesig motiviert. Aber hat das eine Relevanz? Muss jemand, der sich interessiert oder krank ist, und irgendein ein Vitalstoff, ein Nahrungsergänzungsmittel sucht, muss man da die Biochemie verstehen? Nein, das muss aber ich oder müssen wir als King Nature, weil wir ja Produkte entwickeln und produzieren, die auch wirklich wirken sollen. Das heißt, die müssen sehr wohl verstehen, was dahinter ist. Und als Kunde, da vertraue ich einer Firma. Und ich merke ja auch, wenn ich die Produkte nehme, nach 2-3 Wochen, vielleicht andere Produkte brauchen 2-3 Monate oder 4 Monate, merke ich ja auch, dass es mit meinen Gelenken, mit meinem Körper, mit meinem Empfinden besser wird als vorher. Und das zeigt mir dann, ich mache weiter, ich kaufe weiterhin die Produkte, ich erzähle es sogar weiter. Aber dieses Vertrauen kann auch ausgenützt werden. Ich war lange Zeit, muss ich ehrlich sagen, und ziemlicher, ich komme ja aus der Pharmaindustrie, ich habe viele Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, Nahrungsergänzungsmittel und die ganzen Kosmetik, das war für mich so wischiwaschi, Schnickschnack, Marketing, bis ich dann selber gemerkt habe, ja, wenn ich jetzt Pelargonium-Extrakt nehme, den ich übrigens selber herstelle, Echinacea zum Beispiel, der auch in meinem Garten wächst, dann werde ich wieder gesund, dann geht das Halsweh weg. Und das hat mich dann schon fasziniert. Und so bin ich immer mehr eigentlich
in den Bereich der über die Phytopharmaka nach einem Bereich Nahrungsergänzungsmittel gerutscht und habe mich da immer mehr reingelesen und muss heute sagen, wow, da ist unheimlich viel Potenzial. Aber es gibt auch viele schwarze Schafe und da will ich meinen Teil, mein Puzzlestück dazu tun, dass da das solide, fundierte, saubere, ehrliche Arbeit getan wird. Jetzt behaupten ja viele Leute, diese Nahrungsergänzungsmittel, das ist Geschäftemacherei, das nützt sowieso nichts. Aber du kommst jetzt von der Biochemie her. Also du verstehst, was in den Zellen eines Körpers, auch eines kranken Körpers, abläuft. Ja. Hat das dann deine Meinung zu diesen Mikronährstoffen und Vitalstoffen verändert? Ich habe es erlebt. Also ich habe es wirklich, Chinazea war zum Beispiel, oder? Ich habe es wirklich am eigenen Körper erlebt, wie ich weniger krank wurde oder Vitamin D3 oder aber das meine ich, Präbiotika. Oder? Das tönt ja positiv. Und, und eben, es wird ja sehr viel Negatives behauptet über diese Aber ich habe es erlebt. Ich habe es zuerst erleben müssen. Und dann habe ich mich auch beruflich fast zwangsläufig damit mehr beschäftigt und habe dann gemerkt, hey, wow, da ist wirklich, da gibt es auch viel Literatur, da gibt es viele Publikationen drüber, viele Studien, wo wirklich ganz klar zeigen, das wirkt so und so. Und das hat mich dann schon sehr fasziniert. Aber es ist komplex, weil ich rede ja nicht von einer, in der Pharmaindustrie ist man gewohnt, dass man eine Reinsubstanz hat. Eine einzige Substanz. Mhm. Und sobald man Richtung Phytopharmaka geht, Richtung Nahrungsergänzungsmittel, dann hast du plötzlich den ganzen Inhaltsstoff einer Pflanze oder einen Extrakt, einen Auszug draus, der aber auch aus Tausenden von Komponenten besteht, wo alle irgendwie wirken und synergetisch sich unterstützen und verstärken. Oder? Also viel komplizierter. Aber ich habe gemerkt, es ist die sanftere Medizin, es ist wirklich wirksam. Darum mache ich auch meine Arbeit so gerne, weil ich wirklich jetzt an einen Punkt gekommen bin, wo ich all mein Wissen, all meine Erfahrungen, die ich mir erarbeitet habe, wirklich auch anwenden darf. Mhm. Und das macht mir Freude. Und wenn ich Feedbacks höre von Patienten, von Kunden, ich bin ja kein Arzt, aber ich treffe Leute auch in meinem Umfeld, die gesund werden oder weniger Schmerzen haben. Hey, das ist Wahnsinn. Alte Leute, die mich umarmen und sagen, hey, wow, es funktioniert, es wirkt, danke. Habe ich nicht gewusst. Tränen in den Augen, die könnte ich auch losheulen, oder? Vor Freude, oder? Das ist für mich, wow, oder? Ja, da machen wir ja die gleichen Erfahrungen. Ja, aber schön von dir zu hören, von einer Firmenseite her. Ja. Kannst du uns noch erzählen, was du für Stationen durchlaufen hast? Also, du hast bei der Pharmaindustrie gearbeitet, aber dann bist du schließlich hier bei King Nature angekommen bist. Was war da noch dazwischen? Ja, viel. Ich habe viel gemacht. Also wenn man meinen Lebenslauf anschaut, ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe einige Jahre gearbeitet auf dem Gebiet. Also mein erster Job war eigentlich einen Tierversuch zu ersetzen durch einen Laborversuch. Also es ging darum, bestimmte Abbauprodukte nachzuweisen, die zu hohem Fieber führten, Endotoxine. Und danach habe ich dann studiert, weil ich gemerkt habe, oh, ich brauche mehr, ich will mehr verstehen von der ganzen Sache. Das hat mich so fasziniert. Und dann hatte ich das Glück, ich konnte bei einem amerikanischen Konzern arbeiten und habe mich da viele Jahre auf die Herstellung von Viren spezialisiert. Das ist also ein bisschen mein Zuhause. Oder? Also Viren den wir kann hergestellt man herstellen? Haben, ja, den wir hergestellt haben. Und den haben wir gebraucht für gentherapeutische Zwecke. Ja. Und wir hatten den Job eigentlich von wenigen, von ganz kleiner Menge bis zu Tausenden von Litern das herzustellen, biotechnisch, im Darm-Biotechnologiestudium. Und das dann so aufzureinigen, dass man dann diesen reinen Virus hat, den man dann eben zum Beispiel in Hirn- oder Lungentumore gespritzt hat. Jetzt wüsste ich eben noch gerne, welche Stationen dann noch kamen, damit du die Voraussetzungen hattest, schließlich hier bei King Nature zu landen. Mhm. Nach dieser Zeit bei dieser amerikanischen Firma hatte ich richtig Lust zu verstehen, wo kommt eigentlich das viele Geld her? Wie funktioniert eigentlich die Wirtschaft? Wie funktioniert das Ganze? Und habe dann noch mich entschlossen, Wirtschaft zu studieren
und habe gleichzeitig auch den Job gewechselt. Ich bin dann in einen Nahrungsmittelkonzern gegangen. Es war ein Milchverarbeiter, die neben der Milch auch noch Pharma und spezielle Nahrungsergänzungsmittel und Phytopharmaka-Produkte verarbeitet haben. Das heißt, konkret ging es da um Sprühtrocknung. Danach bin ich dann in eine andere Firma gekommen, wo wir großtechnisch für den phytopharmazeutischen Bereich Extrakte hergestellt haben, also wirklich die Wirkstoffe. Aber auch wir haben Extrakte hergestellt für die Aromenindustrie und Aromen. Und da war ich Betriebsleiter. Sehr viel gelernt über Extrakte, über Phytopharmaka und über die ganzen regulatorischen Dinge, was es da bedeutet, dass man überhaupt das herstellen darf. Danach durfte ich dann, 10 Jahre waren das, als Leiter Forschung und Entwicklung für eine Firma arbeiten, die sich spezialisiert hat auf Pflanzenextrakte für die Kosmetikindustrie. Weil da konnte ich in die Kosmetik eigentlich mein Pharma-Denken und Pharma-Wissen mit einfließen lassen. Das war eine spannende Zeit. Und danach bin ich dann nochmal zu Hochdorf zurück, wo ich vorher erzählt habe, das ist ein großer Milchverarbeiter, habe da als Business Development Manager gearbeitet für Nahrungsergänzungsmittel. Und zwar war eigentlich mein Hauptthema, was ich aufgebaut habe, weil die Firma hat sehr viel Babyfood hergestellt und Babyfood verkauft, Nahrungsergänzungsmittel zu machen für die Mutter und ihr Kind. Und so wurde ich vorbereitet für den Job, den ich jetzt hier mache. Einfach noch das i-Tüpfelchen, weil da habe ich sehr viel gelernt, was es bedeutet, Nahrungsergänzungsmittel herzustellen. Genau. Wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt, deinen Werdegang, deine Erfahrungen. Und wir werden ein zweites Video zusammen machen, wo es darum geht, dann um die Hauptaufgaben hier bei der Firma King Nature. Ich bedanke mich, Norbert, dass du uns so eindrücklich vorgestellt hast. Bitte.